Hallo und herzlich willkommen zurück beim dritten Teil von District 41 auf der Map Bornholm mit Enobel. Hi. Hi. So, letztes Mal ging es ein bisschen in die Hose mit unserem Bierchen. Wird nicht mehr verkauft um die Uhrzeit, was sehr schade ist. Wir suchen uns jetzt mal irgendwo einen Smartphone-Shop, weil anscheinend gibt es hier in dieser, wie soll ich sagen, dann doch recht kommunistischen Gegend doch Smartphones. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, wenn wir hier mit Ladas und Skodas durch die Gegend fahren. Was gibt's eigentlich hier für ein Gesoff? Was ist das hier? König Ludwig, dunkel, super. Na gut, das hätte ich schon gerne getrunken. Ein gutes Ludwig, ey. Achso, warte mal, unser Fahrzeug steht ja da drüben. Ich hol's mal kurz, okay? Oh, Mahlzeit, hallo. Schönen guten Tag. Ich hol mal kurz unser Fahrzeug. Hallo. So. Das mit dem Bier wäre eine geile Sache. Ich will nicht mal ordentlich vorlaufen lassen hier in-game. Im echten Leben macht man sowas natürlich nicht. Nur in-game. So. Eine normale Hupe. Sehr gut. Was, wo ist der denn hingeflogen? Ja, willst du nicht weiterfahren? Okay. Hopp. Oh no! Oh no! Oh no! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich habe meinen Partner getötet! Hilfe! 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 Nein, was haben Scheiße. Sie denn nur getan? Ich habe noch nicht was getrunken. Wir waren da vorne gerade in der Gaststätte und jetzt bin ich hier mit dem Auto. Ich wollte ihn doch nur abholen und jetzt ist er vor mein Auto gelaufen und ich glaube, der hat doch was getrunken. Er hat mir nichts gesagt. Er ist doch. Lebt er noch? Hallo? Hallo? Hilfe? Oh Haben mein Sie ein Gott. Handy dabei? Nee, leider nicht. Das wollten wir gerade beschaffen. Gut, Wie dann was? leiten Sie mir die erste Hilfemaßnahmen ein, dann rufe ich den Notarzt. Okay, das wäre sehr nett von Ihnen. Bitte komm, bitte lassen Sie nur dazu sofort kommen. Hier direkt an die Bräuschenke. Das wäre richtig gut. Eins und zwei und oh, komm, mach auf. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir helfen. Sie müssen die 5 Ws. Wo, was, wieso, warum, weshalb? Oh Mann, Kumpel, ey. Das tut mir richtig leid. Ich habe dich nicht gesehen. Mann, oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Am liebsten würde ich wegfahren, aber ich habe so Angst. Bleiben Sie ruhig, nein, fahren Sie nicht weg. Bleiben Sie da und helfen Sie dem Kollegen. Ja, ich versuche es ja. Ich gebe ihm schon hier die ganze Zeit Mund-zu-Mund-Beatmung. Beatmung. Sehen Sie, ich bin schon total verwirrt. Aber einen sehr trockenen Speichel. Das fühlt sich nicht so gut an wie sonst. Ich meine natürlich, Sie wissen schon, was ich meine. Oh, ich sehe gerade, mir wurde auch mein Handy entwendet. Ich habe keins mehr. Nein, wie? Sie haben kein Handy mehr. Oh Gott, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann doch nicht, mein Freund kann doch hier nicht krepieren. Okay, Hilfe! passen Sie auf, passen Sie auf. Okay. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Warten Sie hier. Ich fahre schnell zur Polizei und gucke, ob jemand da ist. Ja, bitte, unbedingt. Das würde mir sehr helfen. Das würde mir sehr, sehr helfen. Oh Gott, ich bin so. Hilfe! Was Achso. ist? Ah, hey, oh, ah, schauen Sie Hallo? mal hier. Ja, Kommen Sie machen Sie mal. Medic. Hallo, Hilfe! Hilfe. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja. Das ist ja unglaublich. Kamen unsere Hilferufe doch noch an. Ja, komm, es kommt Hilfe für dich. Es kommt Hilfe. Schönen guten Tag. Hallo? Guten Tag. Bitte helfen Sie meinem Kollegen. Ich bin ihm leider. Er ist mir in mein Auto gelaufen. Natürlich. Was sonst? Ich meine natürlich. Ja. Mann, oh Mann, ey. Was zahlen Sie denn, dass ich ihn wiederbelebe? Was ist das denn für ein. Was. Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich dachte, das wäre Ja, hier. Chefarztbehandlung. Ja, aber Sie haben die Oh, Dienstleistung. Sie haben es Daten aber. gestohlen. Ja, ich wusste nicht, dass man dafür zahlt, aber für meinen Kollegen will ich natürlich alles tun. Also man nimmt doch die Krankenkasse von Herrn Nobel, oder nicht? Also wenn ich höchstpersönlich der Chefarzt vorbeikommt, da. Ja, dann hätte ich mal Na, eine dann Frage. warte Haben ich Sie auf Ihre Ihre bisschen was, Dienststelle oder? entschieden? Also Sie Herr hätten ja auch Chefarzt, den Herr Chefarzt, Herr Chefarzt, wie die viel soll neuen der Herr Praktikanten zahlen? schicken können. Ja, Herr Chef, ich hätte auch eine Bitte, ich Frage. verstehe Sie nicht. Ich bin gerade ein bisschen Wie viel verwirrt soll der so. Herr zahlen? Dann würde ich es gerne übernehmen. Ah, nein, wissen Sie nicht. Lassen Sie mich doch mal hier meine eigenen Geschäfte machen. Ich wollte nur den Herrn Chefarzt was fragen. Sind Sie wirklich der Chefarzt oder gibt es da mehrere? Ich bin der einzig Wahre. Okay, das heißt, wenn man Sie als Freund hat, dann hat man Stein im Brett beim Notarzt, richtig? Ja, aber wenn der Notarzt vorbeikommt, dann macht er das nicht so professionell und sauber wie ich, wissen Sie? Ja, sehen Sie, deswegen, ich möchte Ihnen anbieten, dass wir zukünftige Geschäfte eingehen. Ich habe nur leider noch nicht die finanziellen Mittel. Ich würde aber gerne weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben. Dazu hätte ich eine Frage. Wie komme ich an ein Handy? Wie Sie an ein Handy kommen, da gehen Sie sich eins kaufen. Shop, 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 Shop. Okay, das heißt nur im Shop oder gibt es da einen Handyladen oder wir sind neu hier. Wissen Sie, ich muss mich erstmal durchfragen. Und Sie sind eine ranghohe Ja, gehen Person Sie mal hier. auf den Marktplatz, da kriegen Sie eigentlich alles. Okay, alles klar.
Wenn ich Sie dann anschreibe, könnten wir uns dann vielleicht nochmal in Ruhe treffen, weil ich bräuchte zukünftig vielleicht noch Ihre Hilfe. Ich habe hier einiges vor und es könnte sein, dass dann doch bei gewissen Bauvorhaben Mitarbeiter zu Schaden kommen. Wissen Sie, was ich meine? Und ich glaube, der Kollege hier. Ja, ich habe Ja. immer so viel zu tun. Okay, gut, ich will Sie jetzt auch nicht zwingen. Ich würde mich nur einfach gerne bei Ihnen mal melden. Ja, machen Sie das. Alles klar, dann erstmal vielen herzlichen Dank und Dann jetzt. wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Achso, ja, nee, super, vielen Dank. Ja, das Vielen ist Dank, sehr nett vielen von Ihnen Dank. gewesen. Ich muss Das schon wieder freut mich, dass es weiter. geklappt hat. Dankeschön. Ja, alles Gute noch und danke für die schnelle Bitte Hilfe. Stoff. Ja, ich musste nur gerade kurz das Auto absperren, weil hier eine verdächtige Person ums Auto geschlichen ist. Ja. Ja, ich habe gerade an dieses Da Fleisch aus Leben war. gedacht und da ist mir irgendwie schwarz vor Augen geworden. Ja, also Schwarzfleisch. wirklich, das gerade eben, das mit dem Anfahren, das tut mir wirklich leid. Das war auf jeden Fall keine Absicht. Und können Sie vielleicht mal ein bisschen Abstand halten? Es ist Haben ein Sie den privates Koffer? Gespräch hier. Ja, die Koffer kriegen wir gerade nicht, weil das Auto davor steht. Ich wollte aber den Koffer haben. Also es tut mir wirklich nochmal sehr leid, dass ich dich gerade angefahren habe. Das war keine Absicht. Ich werde es überleben, aber die Delle tut mir jetzt nun auch leid in deinem Auto. Also das mit der Delle ist jetzt halb so wild. Ich hoffe, dass du nicht irgendwelche wichtigen Gegenstände verloren hast. Vielleicht waren es ein paar Äpfel, oder? Ne, die hatte ich ja verkauft, ne? Ein bisschen klein müsste. Okay, also ich hatte wirklich gerade einen großen Schreck bekommen, wie du da am Boden lagst. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Weißt du, dann machst du erstmal Freunde. Waaah! Alter! Was ist denn los mit dir da vorne? Runter von der Straße! Mann, oh Mann, ey, Leute, gibt's hier. Alter, was willst denn du von mir hier? Sag mal, was ist der verrückt? Oh Ich Gott, will den nicht überfahren. hat er einen Sprengstoffgürtel um? Nee, ich glaube, der ist Hoffentlich einfach nicht. nur geistig irgendwie nicht auf der Höhe. Ich fahre jetzt einfach mal rückwärts. Ja, ich habe kein Handy mehr, könnte ich mal die Polizei rufen. So, rückwärts fahren, betreut sie nämlich immer. Aber jetzt ab da! Naja, gut, hat aber Oh Pech gehabt. nein. Also, das war auf jeden Fall schwachsinnig von dem netten Herrn. Auf jeden Fall, also. So eine Scheiße Da haben wir jetzt. wieder das Problem, Schroder. Ja, Hat er jetzt. die Ah, da ist die Polizei? Polizei gleich. Halt, Hat halt, halt! Ich muss mit dem Polizisten. Bleib stehen, du. Hey, hallo, Kopf! Ich habe gerade jemanden überfahren und der fährt weiter. Willst du mich verarschen? Mann, oh Mann, ich würde das gerne gleich klären, ey. Nee, da kommt's einfach. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt ein Handy kaufen. Was soll's, ey? Ich überfahre da jemanden, der mir vors Auto rennt, wie ein Da bin ich am Verrückter. Schotter. Und dann fahren die Cops vorbei und die interessiert's nicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Die wollen sich bestimmt gerade Donut holen oder so. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Wir sollten zum Marktplatz, oder? Ja, ich müsste vorher noch mal kurz an die Bank ein paar Euros abheben, gut, Okay, dass ich da die Bank war gleich eingezahlt hier habe. rechts, ja. Genau, da wo der Kollege hier liegt. Ja, rest in peace, mein Freund. Hab ich abgesperrt? Oder warte mal, ich gebe dir mal die Schlüssel. Unser Sunny. Herr Chefarzt, ich würde diese Person gerne melden. Der hat sich selbstmörderisch von meinem Fahrzeug geworfen. Das ist kein Spaß. Der hat mich sogar verfolgt. Ich glaube, den sollten Sie mal geistig mal ein bisschen auf den Kopf klopfen und gucken, ob bei dem noch alles in Ordnung ist. Bitte nochmal, ich habe Sie jetzt nur so halb verstanden. Was war jetzt mit dem jungen Mann? Ich habe Ja, Sie leider nur halb verstanden. der Herr hat sich suizidmäßig direkt vor unser Auto geworfen. Der hat uns verfolgt und ist uns absichtlich ins Auto gerannt. Und ich glaube, den sollten Sie mal ein bisschen auf den Kopf klopfen. Da ist nicht mehr so, der hat ein paar Schrauben locker. Und es war keine Absicht. Ja, wer weiß, was mit dem jungen Mann ist. Vielleicht wurde er auch verfolgt oder so, wissen Sie ja nicht. Ja, aber gut, aber warum, Ja, wir gut, sind wenn er eine rückwärts schwere gefahren Kindheit und, hatte. naja. Ich will Sie nur mal sagen, nicht, dass es heißt, später wir hätten hier irgendwie einen Schwerverbrecher, hätten wir Sie nicht gewarnt, weil die Kranken im Kopf, die sind immer eigentlich wegzusperren, meiner Meinung nach. Herr Asus, rufen Sie mal bitte die Polizei. Wir müssten das ja auch klären mit der Polizei. Ja, das Sonst fände ich kann ich wirklich sehr nett, Oder Sie ja. müssen Sie schon selber rufen. Ach Gott, Herr Asus, komm, tun Sie uns doch den Dann Gefallen. Wir haben nur kann noch kein Telefon. Aber gut, dann gehe ich mal schnell ein Telefon kaufen, okay? Denn wenn Sie so lange hier bleiben würden, wäre Ich könnte Ihnen super. eins geben. Hat sie Ich gemeint, es habe geben? mein altes noch rumliegen. Sie könnten gerne eins haben. Oh, das wäre Ich natürlich nett. lege ihn jetzt auf den Das wäre Boden. natürlich super. Dankeschön. Warten Sie kurz. Ja, dann muss ich mal die Polizei rufen, weil diese Situation hier, die sollte man wirklich klären. Das war gefährlich. Stellen Sie sich vor, das Nicht passiert auf mit den anderen. Boden. Na, da liegt was.
Super, dankeschön. Sehr, sehr vorbildlich, okay. Hasus. Ich bedanke mich für die Hilfe. Und ich bedanke mich für die kleine finanzielle Hilfe. Finde ich sehr nett. Zum Start, keine Ahnung, kann man ja gebrauchen. Gibt Leute, die genug Geld haben. Man sieht sich. Fahren Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, ich habe jetzt soeben eine Nachricht abgesendet mit meinem Telefon. Glücklicherweise war da schon die Nummer der Polizei vorher eingespeichert. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir denn jetzt hier Hilfe kriegen. Ich wundere mich auch noch ein bisschen, warum der Arzt die Person jetzt nicht hier... warum er ihn ein nicht... Tote. Ja, nicht ganz so. Der ist noch am Leben. Nur der Arzt ist schon geblockt schon. Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher so. Ich würde nur ungern jetzt hier bestraft werden. Für diesen Unfall. Bitte fasst ihn nicht an, ihr wisst nicht, was jeden Spieler. Wer war das? Ja, das war leider ich. Man muss sich gestehen hier. So wie ich hier stehe, ja, okay, bin ich schuldig. Ja, okay, dann ist gut. Ja, aber es war ein Unfall, wie gesagt. Es war nicht gezielt. Ich bin nicht über die Person gezielt rübergefahren. Der hat sich definitiv falsch verhalten hier. Ja. Ja, vielleicht. So hässlich wie der aussieht, ja, kann ich verstehen. Also. Ja, also ich habe leider noch keine Nachricht von der Polizei bekommen. Ich möchte jetzt auch nicht ewig hier einen Tamtam machen. Wenn da keiner kommt, dann muss ich wohl leider einfach weiterfahren. Ich glaube, er ist... Ja, ja. Er reagiert nicht auf meine Anspielungen. Nee, der lebt doch noch. Hier, der atmet doch noch. Der hat doch einen Puls. Er hat doch einen Puls. Er reagiert nicht auf meine Anspielungen. Herr Hirsch, haben Sie denn auch Erfahrungen also, mit Toten gemacht? So sein ja, klar. Okay. Moment, ich wiederbelebe den kurz. Ja. Der sieht nicht so... Ja, also ich sehe es, die Methoden, die sie anwenden, sind meiner Meinung nach etwas fragwürdig, aber wenn sie Erfahrung damit haben, wie gesagt, ich kann mich da nicht einmischen. Also, hey, wer kommt da vorne mein Auto? Ja, hier geht's langsam ziemlich heiß her. Ich glaube, wir sollten weiterfahren. Also danke erstmal für die Unterstützung, aber die Polizei kommt anscheinend nicht. Ja, okay, was ist das denn hier für ein Auto? Wie viel kostet denn das? Ja, ich glaube, das kostet $8,000 gekostet, habe ich Gebrauch gekauft beim Gebrauchtwagenhändler. Sagt ihr Hippies? Nee, aber es gab leider nichts anderes. Ja, also geh mal zum Neuwagen. Wissen Sie, ich bin nicht so dekadent, ich achte da nicht so drauf. Aber vielleicht später mal, wenn wir mal ein bisschen Geld haben. Aber jetzt muss ich leider weiter, Hirsch. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, ich fahr schnell. Ich meine, bleib stehen. Ja gut. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt, wo ich mich verabschiede, jetzt kommt die Polizei. Ja, guten Tag. Aufgeklärt. Boah. Also, er ist tot. Herr Hirsch, können Sie sich vielleicht mal ein bisschen da raushalten? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie waren weder am Unfall beteiligt, noch haben Sie jetzt hier irgendwas zu melden, ne? Ja klar, doch. Ja, dann bitte ich mal... Schönen ja, gut. Tag, der guten Tag. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also... In erster Linie ist die Person uns vors Auto gelaufen. Wir haben es versucht zu vermeiden, sind sogar rückwärts weggefahren, weil die Person ständig uns ums Auto rumgerannt ist. Und wir haben dann auf die letzten paar Meter hier ihn leider überfahren. Wir haben sogar einen Medic hier gehabt, der ist leider wieder gegangen. Der hat das mitbeobachtet und ich wollte einfach nur nicht bestraft werden für die Situation, weil ich mir keine Schuld bewusst bin. Und mein Beifahrer kann das auch bezeugen, der saß mit dabei im Auto. Richtig, der hat uns auf die Scheibe geklopft und der wollte wahrscheinlich uns das Fahrzeug beschädigen oder ich weiß nicht, wahrscheinlich Alkohol im Flug, keine Ahnung. Ja, vielleicht kam auch von der Bierschenke gerade hin, ja. Wie war der Name von dem Medic? Das war der Chefarzt, genau, der Doktor, ich hab's schon wieder vergessen seinen Namen, aber er war der Chefarzt. Ich setze mich mit dem in Verbindung, einen Moment, Kollegen, übernehmen wir bitte. Alles klar. Mensch, Mensch, ey, ist ja wirklich was los jetzt hier, ne, muss ich sagen. No. Okay. Haben Sie es gerade auch gehört? Ja gut, ich muss los. Sehr, sehr interessant. Ah, ja, ich glaube, da hat jemand Teamspeak auf dem Handy. Ja. Können wir Ihnen vielleicht noch irgendwelche Fragen beantworten oder stehen wir jetzt einfach nur hier rum und schauen auf eine Leiche? Das ist nämlich nicht so ein schöner Anblick. Der Kollege überprüft gerade. Der Medic fragt da gerade nach, ob das so war und wenn das so ist, dann werden wir sie von der Fahndungsrichtung unternehmen. Okay, das wäre wirklich sehr nett. Im Übrigen habe ich vorher auch meinen Kollegen überfahren, was irgendwie auch ein Unfall war, muss ich gestehen. Kann sich wegbewegen, sonst werden
Ja, ich gehe mal wieder zu meinem Fahrzeug. Ich möchte hier nicht bei der Leiche stehen bleiben. Wir können das ja auch mal ein bisschen irgendwie an die Seite parken, damit der Verkehr vielleicht durchfahren kann. Das ist ja. Nee, ich war mich auch nicht sicher, ob das hier eine öffentliche Straße ist, wegen der Absperrung da vorne, aber ich fahre mein Fahrzeug gerne auf die Seite. Genau, und wir mussten ja, das Fahrzeug so stehen lassen, wegen der Spurensicherung. Ja, aber wir mussten es ja so stehen lassen, wegen der Spurensicherung. Ich habe das jetzt mal hier geparkt. Sehr schön. Also ist gleich fertig. Also wir überprüfen das kurz, aber es geht ganz schnell. Dann können Sie weiterfahren. Alles klar, sehr nett von Ihnen. Ich denke mal, das ist ein Unfall war. Ja, definitiv. Sie haben sich ja auch von sich aus gemeldet und so, deswegen passt es, denke ich mal. Ja. Ja, ich bin ja auch Zeuge. Ja, eben. Ich denke mal, der Medic wird das auch bestätigen. Wie gesagt, ja, war auch hier gerade noch vor Ort. Aber hat gemeint, ich soll die Polizei rufen wegen dem Unfall eben. Genau, wegen der Fahndungspflicht halt dann, ja. Genau. Ich hätte noch eine Frage, wenn es jetzt zum Glück geklärt ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe vorher selbst noch nie eine Person mit Personenschaden. Ich hatte noch nie einen Unfall verursacht. Und das ist man natürlich innerlich sehr aufgewühlt, wenn man sowas erlebt. Haben Sie vielleicht Tipps für mich, wie ich das jetzt verarbeiten kann? Oder wie soll ich denn damit umgehen? Ich meine, soll ich jetzt Auto fahren noch? Ich könnte ja sein, dass ich durch den Schock, den ich erlebt habe, in die nächste Mauer reinfahre. Am besten würde ich mich vielleicht mal einen Tag krank schreiben lassen, irgendwie was zum Runterkommen beim Arzt holen und dann gemütlich daheim vor dem Fernseher chillen. Machen Sie Polizisten das so, ja? Okay, alles klar, danke für diesen Tipp. Nein, wir nicht. Wir erleben das so oft, da können wir uns nicht immer frei nehmen, aber ich meine jetzt so, ich denke mal, was machen Sie denn so beruflich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich noch nicht orientiert hier. Ich wollte gerade schauen, ob ich vielleicht in die Richtung Fleischer gehe. Da waren wir eigentlich hin unterwegs auf den Weg. Wir wollten uns Kommunikationsgeräte kaufen, wo ich jetzt selbst eins geschenkt bekommen habe. Und wollten uns jetzt eigentlich einen Shop suchen, womit wir uns Brötchen verdienen können. Und den Kollegen hier habe ich eben auch erst kennengelernt und wir haben uns zusammengeschlossen, weil ich glaube, zu zweit startet sich so dann einfach besser in ein neues Leben, als wenn man alleine alles auf die Beine stellen will, ja. Ja, klar. Kann ich verstehen. Der Herr, ich wusste jetzt, dürfte ich mal ganz kurz Ihren Ausweis bitte haben? Ja, natürlich. Sie können auch in meine Taschen greifen, ich habe damit kein Problem. Nee, es wäre schon nett, wenn Sie ihn mir rüberreichen, nicht dass ich... Ja, dann muss ich da speziell irgendwas machen oder kann ich den einfach geben, so wie jetzt? Out of Roleplay, einfach nur Roleplay-technisch, das ist einfach so gemacht. Okay, danke. Ja, dann hier bitte meinen Ausweis. Passen Sie bitte auf, der ist noch ein bisschen klebrig, den habe ich gestern unter dem Bier abgestellt, auszusehen. Ja, wir haben hier, wollten heute unter einem weißen Bier? Nee, das war einfach nur... Unter einem weißen Bier? Was, ein weißen Bier? Und nicht schaumig? Also ich frage mich, der Ausweis ist ein bisschen klebrig und eklig. Ja, das tut mir leid. Wie gesagt, ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Ich hatte noch nicht die Zeit zum Trocknen. Das ist alles total verwirrend für mich heute. Okay. Ja, wir haben gestern hart gearbeitet und da wollten wir eigentlich hier noch im Biergarten einen trinken. Und der hatte schon zu und dann mussten wir leider... auf dieses billige Gesöff in den Flaschen und naja, das war dann doch ein bisschen hart mit dem Zeug. Und zum Schluss haben wir doch ganz schön rumgematscht. Ja, das war dann, wir haben das Auto auch stehen lassen. Herr Fährlich. Ja, bitte? Herr Fährlich, ich habe gerade mit dem Chef auch telefoniert und habe gesagt, dass er es nicht mitgesehen hat, ob sie ihn überfahren haben, den Justus Gauck. Oh, das ist natürlich interessant. Ich war direkt auch mal seinen Ausweis genommen. War direkt an seiner Ausweis. Auch uns gesagt, war direkt an der Ecke gestanden eigentlich. Er hat ihn schon überfahren, aber der Kollege hat sich ja direkt vors Auto geworfen und hat uns ja keine Chance gelassen. Und wir sind nach rückwärts gefahren, er ist uns da vorgerannt und irgendwann haben wir gelenkt und er ist dann eben umgefallen. Also ja, leider ist, ich muss wirklich sagen, dass dieses gebrauchte Fahrzeug, was ich habe, auch vom Handling her und das Fahrgestell, das ist alles nicht mehr so der Hit, wissen Sie, das ist wirklich schwer, es ist zu lenken, es hat auch keine Servo und ich war einfach nicht in der Lage, dieser Person auszuweichen, der war einfach viel schneller als wir. Herr Fährlich, jetzt mal eine andere Frage. Ja, bitte? Das ist ja Ihr Auto hier, wa? Richtig, ja. Jetzt habe ich mal eine Frage, was haben denn, also einmal Blutflecken, die ganz frisch sind, verstehe ich. Ja. Aber warum sind denn dann wieder Blutflecken an den Reifen, die schon sehr getrocknet sind? Ja, jetzt, das hat Ihr Kollege... Kann schon mal Ihnen erklären. Ja, vielleicht erklärt es mein Kollege Ihnen, weil der war direkt beteiligt. Dann können Sie auch mal hören, dass ich hier keine Geschichten auftische. Okay. Ja, ich bin gestern Nacht ein bisschen... Wir werden ja getrunken wegen klebrigem Ausweis und so. Und ja, ich bin dann gelaufen und bin einfach voll wieder vor das Auto gerannt. Und naja, hab mir dann leider Gottes ein bisschen verletzt. Also wenn Sie hier so sehen, hier oben, sehen Sie die kleine Platzwunde am Kiefer?
Oh, holler die Welt, Fete. Seid ihr im betrunkenen Auto gefahren? Nein, der Kollege ist vor das Auto gerannt. Wir haben geparkt. Wir haben das Auto ganz normal geparkt. An dem Parkplatz, der da ist, der gekennzeichnet ist, da haben wir es sogar, wir haben das sogar, witzigerweise haben wir es sogar dokumentiert, wir haben da mit unseren alten Handys, die wir da ausgetauscht haben, sogar ein Video davon gemacht. Wobei ich noch eine Sache erwähnen möchte, der Arzt war auch zugegen, ja, den haben wir da getroffen in der Bierschenke, der kann das auch wieder bezeugen. Genau, der hat mich ja wiederbelebt, also hat mich ja geheilt, er hat mir ein kleines Pflasterchen, Hello Kitty Pflaster. Ja. Dürfte ich nochmal ganz kurz Ihren Ausweis haben, bitte? Natürlich, warten Sie, dann müsste ich mal kurz in meinen Rucksack rein, hier habe ich den Rucksack. Hm? Aber ist er denn, wo, ah, ja, bitteschön. Okay, Herr Ennobel, ja, ich hätte jetzt, Sie haben ja gestern getrunken, ich möchte das jetzt mal bitte mit aller Wucht hier reinpusten, dass eben unser Drogenmessgerät. Okay, ja. Na, Drogen auch noch, damit haben wir nichts am Hut, nee. Mit Drogen haben wir nichts am Hut, meine Herren. Alkohol, Mensch, meine Güte. Aber naja, ich wollte es Ihnen nur sagen, nicht, dass wir hier denken, nicht, dass Sie uns beschuldigen, hier irgendwelche illegalen Sachen zu nehmen, das machen wir nicht. Alles, geben Sie es. Er hat ordentlich Druck da drauf, ne? Da kam aber nicht nur Luft mit. Ja, ich merke schon, ich stehe hinter ihm, ich gehe mal ein bisschen auf Seite, ey. Okay, ich kann Ihnen sagen, Sie haben keine Promille. Aber gut, jetzt nochmal zu Ihnen, Herr Ferlich, wegen des Überfahrens. Ich sage immer, ich habe ihn nicht überfahren, er ist mir vors Auto gelaufen. Wir haben schon, der Justus Gauck hatte schon einige Brüder, die auch mal vor Autos gelaufen sind. Er war Justus der Gauck, der Fünfte. Oh, auch noch. Also ein bekannter vors Autoläufer. Genau. Und die hatten eben, die Familie hatte immer ein Motto, entweder springen oder lauf vors Auto. Okay. Und hier was laufen, denke ich mal. Ja, ist der denn ausgebrochen dann? Weil der ist wirklich wie ein Verrückter hier durch die Gegend gerannt und wir waren selbst schockiert und wussten nicht so recht mit der Situation umzugehen. Das ist schon echt heftig. Okay, ich guck einfach nochmal bei ihm. So ganz helle, also das ist so, der hat halt auch vielleicht ein paar Rauschmittel in sich manchmal. Okay, alles klar. Das ist ja eine Gefährdung für die ganze Insel. Das ist ja ganz gefährlich. Der muss ja weg. Aber ich guck gerade mal wegen Drogen und Alkohol. Ich möchte noch kurz das mit auf den Weg geben. Wir haben dem Doktor, wie er hier war, der war ja wirklich an der Unfallstelle, auch gesagt, er sollte bitte die Person mal auf Drogen untersuchen und der ist einfach weggefahren. Vielleicht sollte ihm das mal zu denken geben. Ja? Sie da, ne? Hier, genau, Sie da. Der ist da einfach dann weggefahren. Ich habe gerade geguckt. Ich habe gerade gesehen, der Justus Gauck, der hatte auch einiges an Promille drin und auch ein paar Drogen genommen, damit er die Schmerzen nicht so spürt. Dann möchte ich nur noch eins, bitte machen Sie beide nochmal 10 Liegestütze für uns. Also wissen Sie, ich habe das Auge, ein Auge zu. Ja, das mit den Liegestützen, das müsste mein Kollege übernehmen. Ich muss Ihnen da was sagen, das ist mir natürlich sehr peinlich, weil ich das nicht in der Öffentlichkeit über Preis geben möchte, aber ich habe mir meine rechte Hand so verstaucht, dass der Oberwangenknochen aus meinem Gesicht in meine Schulter, in das Armgelenk gewachsen ist und somit kann ich keine Liegestützen machen. Das tut mir wirklich sehr leid. Okay, ich finde das auf jeden Fall nicht lustig. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, ich finde dich nicht, das ist nicht zum Lachen, ja? Jetzt, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Strafzettel, den Sie bitte bezahlen. Wegen was? Wegen der Warnungsliste, das ist nur, dass Sie halt da runter. Ah, natürlich, okay, da bin ich natürlich sehr gewillt. Und vielleicht eine letzte Frage hätte ich noch. Vielen Dank erstmal, dass Sie so verständnisvoll sind und auch diesen Fall so gut geklärt haben. Die letzte Frage, die ich noch hätte, was für Tipps würden Sie uns mit auf den Weg geben, hier als neue Person dieser wunderbaren Insel in Bornholm? Ich meine, ich war schon immer gerne in Dänemark. Wo geht man denn dahin, um sich zu amüsieren und wo verdient man denn seine legalen Kröten hier? Schnaps. Da kann man feiern und Geld verdienen gleichzeitig. Aber das ist auch legal, ja? Oder brauche ich da eine Schnapslizenz oder ein Training vorher? Ja, klar. Ist auch legal. Okay, das ist natürlich sehr interessant, mein Freund. Hast du gehört, Schnaps? Das Glücken skillen. Ja, Schnaps. Okay, ja. Und noch eine Frage, genau. Wie sieht es denn aus mit den Fähigkeiten? Wir sind ja noch recht unbeholfen, auch mit meinem rechten Arm. Sie wissen, da bin ich leicht behindert. Was kann man denn da machen? Was muss man dann für Fähigkeiten besitzen, um das überhaupt zu erreichen? Ja, sehr sportlich, mein Kollege heute. Inwiefern? Ja, es gibt, ja dieses Skill. Von Pfirsichen bräuchte man einen Arm, das würde gehen. Okay, alles klar. Das heißt, man kann Schnaps brennen mit Pfirsichen, deswegen auch diese Fruchtsaft-Lizenzen. Okay, alles klar. Genau, da gibt es zwei Lizenzen, einmal für Saft und einmal für Schnaps. Und die, wo ihr halt besitzt,
Das macht ihr dann bei der Kälterei. Okay, super. Dann erstmal vielen herzlichen Dank, hast du mir sehr geholfen. Ich bin sehr froh, so fähige Polizisten hier zu haben und fühle mich natürlich auch sehr geborgen hier auf der Insel. Vielen Dank. Ich würde gerne auch nochmal zu Schnaps fragen, Herr Officer. Okay. So, ich würde sagen, wie, was brauche ich denn alles? Machen. Wir müssen Geld schnappen. Wiedersehen, Jan. Und Pierre sicher. Schönen Tag noch, tschüss. Ich weiß es nicht. Es gibt sogar einen medizinischen Notfallkanal, habe ich gerade gesehen, während ich hier die Kanäle durchgeswitcht habe. Kann da auch nicht weiterhelfen, müssen Sie meine Kollegen mal fragen. Ich habe auch gerade ein bisschen rumgespielt und habe neben der 1 die Taste und da kann man dann eben solche Dinger stoppen. Ganz cool gemacht. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, sehr, sehr angenehm, die Polizisten zu treffen. Den einen kenne ich, Multisascha ist auch ein YouTuber, durch den habe ich auch den ersten District Mod kennengelernt. Und super, hat super Spaß gemacht mit dir gerade. Fand ich richtig geil so, diese ganze Situation. Und wenn ihr da draußen beim Zugucken auch Spaß hattet, dann schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht einen Daumen nach oben lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt District 41, bei mir Ralfinger IP auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen, bis dann, macht's gut. Wow, Offroad.